Ein Hallo von mir, herzlich willkommen lieber Outlaws zurück in Red Dead Online. Heute wieder mit einer Fischglitzstelle wieder mal. Zuerst der Hinweis an euch, joint meinen Community Discord. Hier könnt ihr auswählen, wie man sieht, welches Spiel ihr spielt. Dann bekommt ihr auch nur die Information auf der Seite, die Kanäle freigeschaltet, für die ihr euch interessiert. Lasst uns gemeinsam die Community größer werden, weil im Endeffekt geht's immer um uns alle und somit mitmachen und dabei sein. Danke an Andreas, der hat mir das geschickt, ist einer aus meiner Community, danke vielmals an dich. Er hat mir eine Stelle gezeigt, die war ein bisschen weiter südlicher hier, also hier, das funktioniert hier auch, da wo ich jetzt markiert habe, den Wegpunkt. Ich stehe aber ein bisschen weiter nördlich. Man sieht es auch hier, ich habe einen Truthahn besorgt, der liegt jetzt da vorne drinnen. Und wo bekommt ihr den Truthahn her? Ganz einfach hier in diesem Gebiet hier. Also hier, holt euch hier einfach so einen Truthahn, easy, schießen, mitnehmen, nicht häuten oder so. Und dann einfach ablegen. Und wie man sieht, es landen hier schon die Fische nach der Reihe. Ich habe mir jetzt so, weiß nicht, eine Minute hingestellt und wie man sieht, die landen hier alle ran. Und im Endeffekt, wenn ihr denkt, es ist okay, man sieht es auch, man kann sie ein bisschen hochscheuchen. Also das funktioniert eigentlich, dass man die dann, so wie man sieht, die liegen noch nicht ganz zum Nehmen. Die kann man dann auch so ein bisschen hier hochscheuchen. Also und jetzt kann man sie dann aufheben. Ja, also das geht. Und wie man sieht, die landen jetzt einfach, guck mal, die kann ich jetzt einfach nehmen. Ja, also die fallen dann einfach um, einfach mitnehmen, looten, wenn euer Inventar voll ist, weil das wurde mir in meinem letzten Video gesagt, du kannst die auch verwerten natürlich, also bevor ich jetzt irgendwelche liegen lasse, auch verwerten, aber das funktioniert hier wunderbar, guckt euch das mal an, also hier, genug Fisch liegt hier überall rum und das ist halt wieder mal so ein AFK, ja, halb AFK Glitch, das heißt ihr könnt das einfach hinlegen und ja, geht's einen Kaffee machen, dann kommt's zurück und dann könnt's looten, denn das geht relativ fix. Ich guck mal meine Tasche. Also das waren jetzt doch einige Fische. Bringt halt ein bisschen Kohle. XP jetzt nicht so, aber es bringt doch ein bisschen Geld. Ich wurde auch gefragt bei meinem letzten Video, warum ich das eigentlich noch weitermache. Ich finde das Spiel immer noch gut. Also das Spiel an sich finde ich sehr gut. Der Inhalt fehlt halt, aber da gebe ich die Hoffnung nicht auf. Und wie man sieht, auch beim Leveln, ich bin noch ziemlich im Leveln und habe keinen Stress. Geld nehme ich mit, was ich habe, weil wenn man ein Level freischaltet, kann ich mir Waffen kaufen. Also, ich hoffe schon, dass ich noch etliches tut in dem Spiel und darum gebe ich die Hoffnung noch nicht auf, denn es ist noch gar nichts passiert in dem Spiel. Das heißt, ich hoffe mal, es kommt doch irgendwas. Jo, somit Kommentare, würde mich freuen, Abo nicht vergessen und natürlich den Daumen nach oben und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.